Und willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales, die Viehchroniken. Ja, ich habe mal ein bisschen überlegt und bin zu dem Schluss gekommen, ich habe mit Nate eigentlich alles ausprobiert. Aber ich habe nicht alles mit dem Vieh ausprobiert. Deswegen gebe ich jetzt alle meine Items an das Vieh rüber. Nimm du. Und dann werden wir nämlich mal mit dem Vieh alles ausprobieren. Also zum Beispiel Nate hatte ja mit dem Pinguin, mit dem Brandy, wollte das nicht machen, weil er moralische Bedenken hatte. Kann natürlich auch nur ein Gimmick gewesen sein, klar. Aber was sagt mir denn, dass das Vieh da nicht einfach mitmacht? Ne, zum Beispiel. Gell? Brauchen Ersatzteile. Ja. Dampfmaschinen und Fallmaschinen. Okay, können wir mit dem Wasser irgendwas mit euch machen? Nein. Irgendwas mit dem Brandy mit euch machen? Nein. Dann würde ich sagen, gehen wir zurück zum U-Boot und machen da das Ganze mit dem Vieh auch mal. Kannst hier nirgends benutzen. Wir haben auch die Option für den Pinguin mit dem Brandy. Mal gucken, ob das Vieh es macht. Tatsächlich. Er macht's. Oh Gott. Der arme Pinguin! Das ist voll Tierquälerei! Und gut schütteln. Alkoholvergiftung incoming. Sehr gut, jetzt haben wir einen betrunkenen Pinguin. Ach, ist immer noch Brandy drin. Können wir noch betrunkener machen? Können wir ihn wieder ausnüchtern? Quack, quack. Betrunkener Pinguin. Stachel den Pinguin an. Jawohl. Warum auch immer wir das tun sollten, aber wir können es tun, also tun wir es. Kotz ihm vor die Füße. Oder so. Was macht der da? Achso, er ärgert jetzt die Wache, oder wie? Also, wir merken uns, die Viecher... Tschüss! Die Viecher haben kein sonderlich gutes Verhältnis zu Pinguinen. Können wir jetzt die Luke hier aufmachen? Zu schwache. Okay, wir probieren es mit Nate. Das ist sowas, da muss ich mich immer dran gewöhnen, dass ich mehrere Charaktere steuere. Wie scheint, ist da gerade eine Stelle frei geworden? Eine Stelle frei geworden. Ahahaha, Loch im Eis, okay. Sieht verdammt kalt aus, das Wasser. Ich wäre da nicht schwimmen gegangen. Ich glaube, die Wache ist auch nicht freiwillig schwimmen gegangen. Sieht verdammt kalt. Ja. Okay, wir öffnen die Luke. Wenn Nate da jetzt auch zu schwach für ist, dann... Ich wage zu bezweifeln, dass sich die Luke von hier aus öffnen lässt. Da tut sich gar nichts. Okay, ich gebe auf. Ja, nein, wir spielen wieder mit dem Vieh. Nate sagt, er wäre hier nicht schwimmen gegangen. Vielleicht geht das Vieh hier schwimmen. Und wie gesagt, ich muss einfach darauf irgendwie klarkommen, dass das Vieh halt Dinge tun kann, die Nate nicht kann und so. Und das ist... Ja, magst du da nicht trotzdem schwimmen gehen? Du kannst dich ein bisschen aufwärmen mit dem Brandy und... Nein? Gluck, gluck, brr. Okay, dann wieder zurück zu Nate. Ich wünschte halt, es würde nicht Wenn so lange dauern. Wenn die Viecher dauern. Keine Dampfmaschinenkolben haben, dann ist Munkos Schiff wohl die einzige Alternative. Also los. Halt! Wer sind Sie und was wollen Sie? Mein Name ist Petra, ich bin Tierschutzaktivistin. Okay, machen mein wir. Mein Name ist Petra, ich bin Tierschutzaktivistin. Tatsächlich? Klar, ich liebe alle Tiere, auch die hässlichen. Hätten Sie nicht wenigstens sagen können, Sie seien der Yeti-Spinner? Den sieht man meistens in Verkleidung und den hätte ich Ihnen vielleicht sogar abgenommen. Oh. Also, wer sind Sie? Mein Name ist Müllermann, ich komme von der Gewerkschaft. Ich komme von der Gewerkschaft und bin hier, um mich über die Arbeitsbedingungen an Bord zu informieren. Alles in Ordnung, junger Mann? Sie wissen schon, was der Chef mit den Jungs gemacht hat, die einen Betriebsrat gründen wollten? Will ich es wissen? Nein, wollen Sie nicht. Und Sie wollen auch kein Gewerkschaftsvertreter sein. Also, wer sind Sie? Doch, ich bin Gewerkschaftsvertreter. Mein Name tut nichts zur Sache. Mein Name tut nichts zur Sache. Ich habe deinem Boss ein Angebot zu machen. Ein Angebot, das er nicht ablehnen kann? Na, kann er schon. Natürlich könnte er es ablehnen, aber dafür muss er es sich erst einmal anhören. Da ist was dran. Gehen Sie rein. Aber wenn ich Ihnen einen Tipp geben darf, reizen Sie ihn nicht. So einfach? Okay, dann Rinder. Pamphi. Wir gehen da rein. Moment, Sie dürfen rein. Was, unser Haustier? Aber das da kommt mir nicht aufs Schiff. Aber das ist unser Haustier.
Sorry, Kleiner. Warte hier auf mich. Aber wir können ja sicher die Luke aufmachen, damit das Vieh dann irgendwie da reinkommt, oder? Er hat ja gesagt, von der Seite geht die nicht auf. Und wenn wir jetzt rein dürfen, warum wäre es dann nötig, dass wir da eine Luke aufmachen, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Okay. Wenigstens merkt das Vieh so nicht, dass es mir nur um den Kolben geht. Okay, hier können wir nichts machen. Dann würde ich sagen, gehen wir da mal nach links. Ah, hallo, Mokus. Hm? Wer bist du? Hi. Und warum sollte ich dich nicht qualvoll umbringen? Mein Name ist Ned, ich bin zu jung zum Sterben. Also... Moment, ich kenne dich. Bist du nicht einer dieser kleinen Diebe aus Grogzen? Ich bin kein Dieb. Natürlich nicht. Man tut, was man tun muss, oder? Genau. Das ist die richtige Einstellung. Man muss jede gute Gelegenheit ergreifen, die sich einem bietet. Nur so kommt man voran in dieser Welt. Also, was willst du? Ich habe viel zu tun. Ich benötige einen Kolben für eine Dampfmaschine. Du hast ein Schiff, ich habe ein Schiff. Sollten wir uns da nicht einander aushelfen? Ich wüsste nicht, was ich von dir haben wollte. Also ich hätte da zufällig einen Wunsch. Ich bräuchte einen Kolben für eine Dampfmaschine. Was bietest du mir dafür? Was willst du denn haben? Alles, was ich brauche, um mich meiner lieben Familie zu entledigen und den mir gebührenden Platz einzunehmen, ist in diesem verfluchten Berg. Dem Schicksalsberg? Quatsch! Da unten bei diesen Viechern! Wie sollen dir die kleinen Kerle helfen, an die Macht zu kommen? Sie besitzen etwas Ungeheuerliches. Eine Maschine, die Maschinen bauen kann. Was? Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Sie haben auf Knöpfe gedrückt und der Maschine damit gesagt, was sie bauen soll. Und kurze Zeit später kam es aus ihrem Inneren gefahren. Erstaunlich. Das ist nicht erstaunlich. Das ist fantastisch. Ja, schon. Sie setzten die Maschine ein, um Ersatzteile zu bauen. Aber stell dir vor, was ein Waffenschmied damit anstellen könnte. Ein Kriegsherr. Oder ich! Moment, das ist in der Tat, oder? Fantastisch. Okay. Ja gut, einen Heerführer der Schatten hätte ich in diesen Breiten nicht erwartet. Und übrigens, wenn die Viecher alles herstellen können, warum können sie dann nicht einfach einen Dampfmaschinenkolben herstellen mit dieser Maschine? Ach, wahrscheinlich, weil ihnen das Herz fehlt, oder? Naja, egal. Einen Heerführer der Schatten hätte ich nicht erwartet. Das Böse lauert überall, wie es scheint. Überall! Genau wie Chancen! Ich wurde von einem verwünschten Ort dieser Welt zum nächsten geschickt. Doch ich habe gelernt, Gelegenheiten zu entdecken, wo andere nur Verzweiflung sahen. Ich hätte dir eine solch lyrische Sprache gar nicht zugetraut. Ich habe einen Schreiber. Hatte. Er schrieb viel Mist. Oh. Ich verstehe. Ja, gut. Ich dachte, du hast ganz viele Schreiber. Ich meine, ich weiß nicht, wer die Dialoge geschrieben hat, aber, ne? Und so. Ich vermisse so ein bisschen die vierte Wand, the fourth wall, Brüche, die man im ersten Teil irgendwie ständig hatte, gefühlt. Gut, die Viecher sagen, du hast ihnen was gestohlen. Die Viecher da hinten am großen Felsen. Naja, also, kann es sein, dass du dir etwas ausgeliehen hast und dann vergessen hast, es wieder zurückzugeben? Ich vergesse nie etwas. Ich habe ihr Herz, richtig. Und ich werde es behalten, bis ich bekomme, was ich haben will. Vielleicht könnte man da ein wenig verhandeln. Ich bin es nicht gewohnt zu verhandeln. Und ich werde jetzt nicht damit anfangen. Erst recht nicht bei dieser Sache. Das Herz wird der Schlüssel zu meinem kometenhaften Aufstieg sein. Okay. Was hat dich hierher verschlagen? Warum hat man dich nicht irgendwo hingeschickt, wo etwas mehr los ist? Naja, ich bin als 9. von 6 Kindern geboren. Was? Hä? Bei uns wird nur der Nachwuchs gezählt, den Mutter nicht gleich nach der Geburt verspeist. Und als 6. Kind hat man es nie leicht. 5 große Brüder und Schwestern, die es auszuschalten gilt. Aber endlich habe ich einen erfolgversprechenden Plan, der mich zu Mutters Liebling machen wird. Alle werden sie mir Respekt zollen. Was für ein Plan? Du bist neugierig, mein Freund. Weißt du,
warum es in meinem Umfeld keine neugierigen Menschen gibt? Das interessiert mich nicht, überhaupt nicht. Genau. Ich finde es schön, dass sie hier so ein bisschen dem Bösewicht ein bisschen Tiefe verleihen. Ein bisschen Familiengeschichte und so. Und ihn nicht einfach nur zum Erst der Böse, weil er böse ist, sondern ja, er will sich quasi gegenüber seinen Geschwistern durchsetzen. Das ist ja keine, nicht die beste Motivation, aber es ist keine schlechte Motivation. Wie konntest du das Herz stehlen, wenn es den Viechern so viel bedeutet? Eine Meisterleistung! Ich bin vor einem Jahr zufällig über ihre kleine Werkstatt gestolpert. Die haarigen Kerle waren schwer beschäftigt, ihr Heiligtum auf Vordermann zu bringen. Doch ihnen fehlten Rohstoffe, die es in dieser Gegend nicht gibt. Und da hast du den selbstlosen Helfer gegeben. Was hättest du getan? Ich konnte einen Blick auf das Herz werfen, als es noch in der Maschine steckte. Ich wusste, ich muss es haben. Also schenkte ich ihnen Material und Werkzeug, so viel sie nur wollten. Ich wurde ihr Freund. Dann täuschte ich einen Schwächeanfall vor. Sie brachten mich in ihr Heiligtum und damit in Reichweite des Herzens. Und was tust du immer noch hier? Ich dachte, dem Herz würde alle Macht innewohnen, verstehst du? Doch so ist es nicht. Es tut nichts. Gar nichts. Es funktioniert nur im Heiligtum, in der Maschine. Und die bewachen die Viecher mit ihrem Leben. Sie würden sie eher zerstören, als sie mir zu überlassen. Okay, tolles U-Boot. Steckt eine Menge Technik in diesem Ding, oder? Nur vom Feinsten. Die Leviathan gehörte meinem Bruder Grosch. Lass mich raten, er hatte einen Unfall. Nein, ich habe ihn getötet, um sein Schiff zu bekommen. Okay, was ist nun mit dem Dampfmaschinenkolben? Wegen des Kolbens, den ich brauche. Ich habe mir gedacht, ich verschaffe dir Zugang zum Heiligtum der Viecher, wenn du mir dafür einen Kolben gibst. Nein! Tatsächlich? Was lässt dich glauben, du könntest ihre dicken Wände oder ihre Sturheit überwinden? Ich habe da schon eine Idee. Ich arbeite in ihrem Auftrag. Da draußen steht einer von ihnen und begleitet mich. Sie denken, ich helfe ihnen, ihr Herz zurückzuholen. Ah, ich verstehe. Und natürlich ist dir deine Haut wichtiger als ihr Fell. Ich will nur fort von hier und endlich in Ruhe gelassen werden. Ich vertraue dir. Einmal ein Schurke, immer ein Schurke. Das ist nicht dein Ernst, Nate. Du kannst dir jederzeit einen Kolben im Maschinenraum geben lassen, sofern du mir dafür Zugang zum Heiligtum verschaffst. In Ordnung. Gut. Ich muss weiter. Nun gut, geh. Ey, ich hoffe, dass da irgendwie mehr dahinter steckt. Vergiss nicht unsere Abmachung. Mein Erfolg und dein Leben hängen davon ab. Ist klar. Und sei auf der Hut. Diese Viecher sind nicht so dumm, wie sie aussehen. Wer das hier bauen kann, verfügt über außergewöhnliche Fähigkeiten. Was ist das? Das ist das Herz, hinter dem deine Freunde her sind. Ist das ein Kristall? Ich weiß nicht, was es ist. Es gibt davon kein zweites in dieser Welt. Dieser Stein ist nicht natürlichen Ursprungs, da bin ich mir sicher. Diese Viecher haben ihn gemacht. Er versorgte ihr Heiligtum und ihre Maschine mit Energie bis ich ihn gestohlen habe. Er ist wunderschön. Und unermesslich kostbar. Doch für keinen Schatz der Welt würde ich ihn hergeben. Mein Sieg ist nahe und du wirst ihn mir verschaffen. Ich kenne dich. Du bist einer von uns und unser Eins sucht immer seinen eigenen Vorteil. Das macht dich berechenbar. Ich hoffe, da steckt irgendwas dahinter und Nate verarscht ihn jetzt nur. Warum klettert er raus? Du sollst in den Maschinenraum und dir einen Kolben holen. Den brauchst du auf jeden Fall. Kennst du das Gefühl, wenn man etwas unbedingt besitzen muss?
Wenn du alle Vernunft beiseite schiebst und nur noch für diese eine Sache lebst? Ja, es ist wie Liebe. Komm, kleiner Freund, wir müssen ein Herz erobern. Okay. Gut, aber wir dürfen doch trotzdem noch mal rein, oder? Und im Maschinenraum den Kolben holen. Ja, dürfen wir. Gut, dann machen wir nämlich auf jeden Fall das. Ob wir uns danach an die Abmachung halten, sei ja mal dahingestellt. Aber, ja, okay, hier nach rechts, Maschinenraum, anders geht ja nicht. Zutritt nur für Crewmitglieder, raus! Ich war bei Munkus, er hat gesagt, ich soll mir hier einen Dampfmaschinenkolben rausholen. Der Chef schenkt dir einen Dampfmaschinenkolben? Das glaubst du doch selbst nicht! Geh rüber und frag ihn. Naja, wird schon seine Richtigkeit haben. Warte. Ja, ich warte. Was hat denn der da hinterm Rücken? Hier. Und schließ die Tür hinter dir. Herzlichen Dank. Packt er sich etwa Magazine an während der Arbeit? Ich hab den Kolben. Das hatte ich mir deutlich komplizierter vorgestellt. Ja, aber wie können wir jetzt die Luke aufmachen? Zutritt nur für Crewmitglieder. Ah. Zutritt nur für Crewmitglieder. Okay. Zutritt nur für Crewmitglieder. Okay, dann werden wir einfach mal ein Crewmitglied, oder? Würde ich sagen. Also, ne, wir haben jetzt auf jeden Fall den Kolben. Und das Öl hatte ja der Cornelius für uns, richtig? Dann würde ich mal sagen, wir reden nochmal mit der Schwarzen Wache. Bin ich ins Mikro gekommen? Wenn ich den Kristall stehlen will, müsste ich mich am besten überall im U-Boot frei bewegen können. Auch im Maschinenraum. Auch wenn es mir widerstrebt. Vielleicht gehe ich doch noch zur Armee. Vielleicht können wir uns hier die Uniform des anderen rausangeln und uns als Wache verkleiden. Okay, aber erstmal gehen wir zu Cornelius und holen uns das Öl. Auch wenn ich noch nicht weiß, wie, aber wir werden uns das Öl holen. Cornelius, ich will immer noch dein Öl. Hat sich schon was ergeben mit dem Yeti? Hey, Cornelius. Wie lautet das Codewort? Melon. Wir können auch was Falsches sagen. Brutzelberger Landleberwurst. Brutzelberger Landleberwurst. Das ist... Oh... Ja, ganz recht. Schön, dich hier zu haben. Du... Ist was? Du wirkst so nervös. Ich? Wo? Was willst du denn hier? Och, ich hab Hunger. Ich wollte nur schauen, ob es hier etwas zu essen gibt. Nicht, dass ich wüsste. Ganz ehrlich, ich würde mich gerne weiter mit dir unterhalten, aber ich muss noch meine Wäsche aufhängen. So, so. Willst du vielleicht so lange warten? Dort drüben in der Zelle kannst du dich hinsetzen. Nein, ich habe auch noch etwas zu erledigen. Ich arbeite da an einer Sache. Einem teuflischen Plan? Vielleicht, wer weiß. Ich komme wieder. Vermutlich liegen in der Höhle überall gelbliche Eiswürfel, wenn ich zurückkomme. Okay. Gehen wir mal zurück und suchen nach den gelblichen Eiswürfeln. Ist aber schön zu wissen, dass wir uns jetzt hier bei ihm als Yeti ausgeben können. Hey Cornelius. Gut. Bringt das sicher noch irgendwie weiter. Ich weiß nur noch wie nicht. Wie lautet das Codewort? Melon. Melon. Nate, den Göttern sei Dank. Der Yeti war hier. Was? Hier in dieser Höhle. Er stand da, wo du nun stehst. Und er sah aus wie du. Nein. Unglaublich. Er hat einen finsteren Plan. Er bereitet etwas vor. Etwas ganz Trickreiches. Ungewöhnliches. Er hat sich mit mir auf eine Schachpartie eingelassen. Und nun macht er seine Züge. Dunkle Züge. Im Verborgenen. Er ist mir einen Schritt voraus und... Klingt eher wie Mr. X. Vielleicht kommt er auch einfach hier rein und gibt dir eins auf den Schädel? Nein, du kennst ihn nicht. Wir kämpfen nicht wie Trolle. Wir sind Florettfechter. Er will mich nicht einfach schlagen. Er will mich demütigen, austricksen, für dumm verkaufen. Das darfst du nicht zulassen. Natürlich nicht.
Ich muss vorausdenken. Ich muss seinen nächsten Schritt erahnen und ihn dann mit seinen eigenen Waffen schlagen. Wegen des Maschinenöls. Wegen des Öls. Ich habe den Yeti noch nicht gefangen. Nee. Ja, aber... Kein nee. Aber. Okay, kein Auf Aber. Auf Wiedersehen. Versuch nicht... Gut, so viel dazu. Können wir uns jetzt selber einsperren vielleicht? Ich habe da so eine Idee. Wenn Cornelius so verrückt ist, wie ich glaube, könnte ich ihn mir damit vielleicht aus dem Weg schaffen. Was? Das war eigentlich ein Witz. Was will er? Was hat er jetzt vor? Hey Cornelius! Wie lautet das Codewort? Melon. Ich verstehe dich schlecht. Komm gefälligst rüber, wenn du was von mir willst. Okay. Das war's also nicht. Dann auf Wiedersehen. Versuch nicht auf den. Müssen wir uns einsperren und so tun, als wären wir der Yeti? Probieren wir nochmal. Wir sperren uns ein und geben ihm das falsche Codewort. Dann denkt er, wir sind der Yeti und wir sind schon eingesperrt. Vielleicht gibt er uns dann das Maschinenöl. Wer weiß. Ich glaube es zwar nicht, weil ich meine, da müssen wir uns ja wieder rauslassen, aber... Hey Cornelius! Ja, schauen wir mal. Wie lautet das Codewort? Brutzelberger Landleberwurst. Brutzelberger Landleberwurst. Du bist der Yeti und du bist im Käfig. Sieht so aus. Dann habe ich gewonnen. Wenn du meinst. Das ist ja fantastisch. Moment, das war zu einfach. Warum sperrst du dich selber ein? Das macht keinen Sinn. Es sei denn, du... Oh, du... Du gutes Geschöpf. Hast du es denn auch bequem dort im Käfig? Hier im Käfig? Könnte ich ihn vielleicht auch einmal ausprobieren? Was? Diesen Käfig? Ja, warum nicht? Nun, also... Nun komm schon. Oder hast du etwa was zu verbergen? Nein, aber... Also gut. Ja, okay, er bringt ihn jetzt dazu, sich selbst einzusperren. Ja! Endlich habe ich dich! Oh nein! Du dachtest wohl, du könntest mich hinters Licht führen, oder? Aber nein, mich nicht! Mich nicht! Ja. Es war ein perfider Plan. Du hast nach und nach alles aus meiner Höhle in die Zelle geschleppt und wolltest mir weismachen, ich wäre in Freiheit, während ich tatsächlich die ganze Zeit in der Zelle saß. Wie lange wolltest du dieses Spielchen mit mir spielen, Yeti? Naja... Bis ich ans Maschinenöl komme. Du warst ein würdiger Gegner, das gebe ich zu. Aber am Ende war ich eben doch ein bisschen schlauer als du. Jetzt sitzt du da in deiner Falle und ich werde meinen Kollegen endlich den Beweis für deine Existenz liefern können. Sobald ich die Geheimtür gefunden habe, die nach draußen führt. Such du mal. Tja, ich gebe mich geschlagen. Manchmal dachte ich, ich verliere noch den Verstand. Aber es hat sich gelohnt. Es hat sich alles gelohnt. Ja, du hast gewonnen. Kein guter Gewinner. Vielmehr interessiert mich, wo... Ah, da ist es. Genau, pack ein. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir hier immer schon mal haben wollten? Eine Kanne feinstes Maschinenöl. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier tatsächlich beide Ersatzteile, die wir brauchen. Da würde ich sagen, zurück zu den Viechern. Und geben ihnen die Ersatzteile. Nate, beweg dich mal ein bisschen schneller. Guck mal hier. Ich habe den Kolben für die Dampfmaschine organisiert. Sehr gut. Fehlt nur noch das Maschinenöl. Haben wir auch.
Bitte schön. Ich habe Maschinenöl aufgetrieben. Ausgezeichnet. Ja, ne? Damit habt ihr alles, was ihr braucht, oder? Ja, bald fertig. Super. Großartig, dann werde ich euch mal euer Herz besorgen. Guter Freund. Seid ihr da mal nicht so sicher? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir das Herz noch organisieren werden. Ich weiß nur gerade nicht wie. So. Schwarze Wache. Ja, hallo, ich... Warum begrüßen Sie sich selber? Ich habe nicht... Sie haben Hallo Ich gesagt! Oh Mann. Kann es sein, dass ihn die Kälte nicht bekommt? Man muss sich beschäftigen, wenn man die Zeit rumkriegen will. Oh, kann ich vielleicht bei euch an Bord angeln? Ich wollte eher nach der Ausrüstung angeln, aber das ist auch gut. Sag mal, könnte ich vielleicht bei euch anheuern? Tut mir leid, wir sind komplett. Das glaube ich nicht. Die Wache dort drüben hat sich verdrückt. Dieser Lump! Naja, wird schon wiederkommen. Sie kommen alle wieder. Wieso das? Der Chef hat fliegende Affen, die erfahrenen Flüchtigen hinterher schickt. Wenn diese Affen dich finden, ist es... Ja, lassen wir das. Ich sag nur, Bananen, Grammatikbuch und gelbe Gummibäume. Du weißt, was ich meine. Ja, klar. Nicht die Bohne. Was ist nun mit dem Job? Wir werden ihn ausschreiben. Hallo, ich will den Job. Wieso willst du den Job ausschreiben? Ich bin hier und ich will den Job. Das mag ja sein. Aber wer sagt mir, dass du der qualifizierteste Bewerber bist? Ich glaube, ich werde der einzige Bewerber sein. Hier ist sonst niemand. Woher sollten Interessenten auch vom Jobangebot wissen? Moment, das haben wir gleich. Ja. Die haben da hinten einen Dosenöffner dran, ich glaub's ja nicht. So, jetzt habe ich fast noch meine Flasche, mein Glas hier umgehauen. Betrachte den Aushang. Die Schattenarmee gibt bekannt. Ab sofort werden folgende Stellen ausgeschrieben. Einmal schwarze Wache. Männlich. Das ist Diskriminierung. Das ist Geschlechtsdiskriminierung. Man darf niemanden nur aufgrund seines Geschlechts. Ich sollte mich beeilen. Bei einer solch mitreißenden Stellenbeschreibung werden die Bewerber Schlange stehen. Okay. Das ist trotzdem Diskriminierung. Wenn ich jetzt eine Frau wäre, hey. Das geht nicht. Würde ich nicht machen in der heutigen Zeit. Ich bin hier wegen des Jobs. Wegen der Stellenausschreibung. Um welche Stelle bewerben Sie sich? Die einzige, die ausgeschrieben ist. Ich bewerbe mich um die einzige Stelle, die zurzeit ausgeschrieben wird. Sehr schön. Ziehen Sie bitte eine Nummer. Eine... Ups, mein Fehler. Ja. Aber... Ziehen Sie bitte eine Nummer und warten Sie, bis Sie aufgerufen werden. Okay. Aber... Wurden Sie schon aufgerufen? Okay, wir ziehen eine Nummer. Ich glaube, das die Schattenarmee ist deutsch. Es lebe die Bürokratie. Weit weg. Auf einer einsamen Insel. Ich wollte gerade sagen, die Schattenarmee ist, glaube ich, deutsch. Überall Bürokratie und Nummern ziehen. Und es ist die Nummer 1. Glück muss man haben. Kann ich noch eine ziehen? Will Munkus hier einen Krieg anfangen oder wozu braucht er diese modernen Waffen? Goblin-Raketen sind nicht billig. Im Süden werden sie mit Gold aufgewogen. Okay, wir können also keine neue Nummer ziehen. Ich bin die Nummer 1. Ich will dran sein. Bin ich schon dran? Ich habe die Nummer 1 gezogen. Das ist schön. Wurden Sie schon aufgerufen? Nein, aber... Warten Sie bitte, bis Ihre Nummer aufgerufen wurde. Okay, dann warten wir hier. Nummer 1! Die Nummer 1, bitte! Ging ja schnell, bitteschön. Nummer 1, hier, das bin ich. Ja. Ah, sehr gut. Sind Sie wegen der Stellenausschreibung hier? Jawollo. Schön. Dann wollen wir mal schauen, ob Sie ein geeigneter Kandidat sind. Ich stelle Ihnen nun einige Fragen, die Sie mir wahrheitsgemäß beantworten müssen. Dieser Eignungstest ist entscheidend für Ihre zukünftige Karriere. Okay. Und wenn ich durchfalle? Sie können es gerne mehrfach versuchen. Wir hier bei der Schattenarmee glauben an die zweite Chance. Zumindest bis Sie einmal eingetreten sind. Das heißt, Sie wollen einfach nur ums Verrecken dann wollen wir mal. Haben. Okay. Stellen Sie sich vor, Ihre Familie wird von einem Wahnsinnigen mit einer Breitaxt bedroht. Sie haben eine Flinte in der Hand. Was tun Sie? Ich erschieße den Wahnsinnigen, ich lasse ihn meiner Schwiegermutter erschlagen, dann erschieße ich ihn. Ich tue nichts, weil ich nicht an Waffen glaube. Die bösartigste Antwort wäre, ich lasse ihn meine Schwiegermutter erschlagen, dann erschieße ich ihn. Ich nutze die Gelegenheit und lasse meine Schwiegermutter von ihm umbringen. Dann erschieße ich ihn und bin der Held des Tages. Sehr clever.
Gefällt mir. Hallo. Ein Goblin hat eine nicht unerhebliche Menge Schwarzpulver in einer Menschenstadt versteckt. Er wurde von der Stadtwache gefangen genommen und Sie leiten das Verhör. Was tun Sie? Was? Ich behaupte, ich wüsste, wo das Schwarzpulver für diese Information fürstlich belohnt. Ich befreie ihn, töte mit ihm die Stadtwache und verlasse so schnell wie möglich die Stadt. Ja, würde ich machen. Natürlich befreie ich ihn und versuche, ihn aus der Stadt zu bringen. Ganz recht. Vielleicht gelingt ihm so ein Coup ein zweites Mal. Und wenn wir Glück haben, können wir auf dem Weg nach draußen noch ein paar Stadtwachen killen. Du bist schon in Ordnung. Ja, klar. Sie beobachten, wie ein Kleinkind zufrieden einen Lutscher schlägt. Was tun Sie? Ich freue mich, dass kleine Kinder sich für die einfachen Dinge des Lebens begeistern können. Ich lasse das Kind den Lutscher essen. Es wird schon sehen, was es davon hat. Ich stille den Lutscher und genieße das Geschrei. Ich lasse das Kind den Lutscher essen. Es wird schon sehen, was es davon hat, ne? Karies und Katapulte. Ich beobachte das Kind im Verborgenen, reibe mir die Hände und lache irre. So etwa. Warum? All der Zucker, die Karies, keinerlei Nährstoffe. Ja, sag ich doch. Das Kind wird sich zu einem verweichlichten, dicklichen Saftsack entwickeln. Und wir haben gewonnen. Ein wahrhaft teuflischer Plan. Oh Mann. Zählen wir mal zusammen. Mittelmaß. Mehr habe ich nie erwartet. Aber wir tun das. Um Crewmitglied zu werden, reicht das nicht. Ihr schießt Leute mit Katapulten an Festungsmauern und dafür nehmt ihr nicht jeden? So ist es. Okay. Gut, wir machen den Test nochmal. Wegtreten. Aber nicht mehr heute. Den machen wir beim nächsten Mal. Vielleicht können wir dann ja besser abschneiden. Wenn wir endlich Mitglied der Schattenarmee werden. Oh Mann, mein Kindheitstraum geht in Erfüllung. Ich will endlich Mitglied einer Dosenöffnerbrigade sein. Okay, wir sehen uns, wenn ihr Bock habt, morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.